So, einen wunderschönen guten Morgen, da sind wir wieder auf Twitch und heute Morgen mit Satisfactory. Jocha. Ein kurzes Morgen in der Runde, muss leider los. Viel Spaß euch. Michi, ich wünsche dir einen ruhigen Arbeitstag. Lass es dir gut gehen. Da, bin da, wer noch? Und Hörbi dir auch einen wunderschönen guten Morgen hier unter einer Frau. Oh, jetzt hat der Lambi mich so lange angefixt mit dem Spiel. Jetzt habe ich gesagt, komm, dann streamen wir das auch noch mal. Ich habe das ja schon, weiß nicht, vor 5 Jahren schon mal gestreamt. Aber nicht hier auf Twitch, sondern auf Facebook. Aber ich weiß nichts mehr davon. Also noch mal alles von vorne. Wir fangen eine neue Sitzung an. Sitzungsname wird Opi sein. Wir werden natürlich mal gleich starten. Gleich erstmal eine basteln, ein Käffchen trinken und all so ein Zeug. Und ich weiß, ich werde wieder so viel Chaos verbreiten und falsche Entscheidungen treffen, aber was soll's. Halb so wild. Und ist das bei euch auch so schweinewarm? Alle haben sie gemault. Hoffentlich ist bald wieder warm. Jetzt haben wir es. Jetzt maulen sie alle, dass es wieder kälter werden soll. Was für eine Temperatur habe ich denn hier im Raum? Im Moment habe ich 25,9. Das geht ja noch. Einen schönen guten Morgen. Einen schönen guten Morgen, Anja. Na, wie geht's dir? Kopfschmerzen. Aha. Kommst du nicht gegen die Hitze an? Nein, überhaupt nicht. Das aber, Wetter ist überhaupt nichts für mich. Aber ich fange nicht an, bevor ich nicht einen Wassermarsch gekriegt habe. Da könnt ihr euch eckig stellen. Das ist mir sowas von. Ja, mal gucken, wer dir einen Wassermarsch gibt. Keine Ahnung. Irgendeiner wird das schon machen. Ich habe schon mal mein Glas aufgefüllt. Ich auch. Am Schwank Käffchen trinken. Katze, geht doch mal da weg. Du musst dann nicht überall deine Nase dran haben. Ich. Die. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute da sind. 4. Ja. Jo. Ich weiß gar nicht, ob ich mir selbst ein Wassermarsch geben kann. So, bitteschön, okay. Ach, du hast einen Wassermarsch gemacht. Dankeschön. Ja, ich habe nämlich selbst Durst. Prost. Zum Wohl. Und dann fangen wir doch jetzt gleich mal an. So lange gestern bei Lammy zugeguckt und mir gedacht, nee, komm, du weißt ja nichts mehr von dem Spiel. Also fangen wir nochmal neu an. Aha. Natürlich mit den ganzen Anfangsteilen. Ich habe gestern schon mal auf dem Singleplayer ein bisschen geübt. Ich weiß da nichts mehr. Ja, jetzt stürzen wir erstmal ab. Nein, wir landen. Ich hoffe nur, dass der Sound nicht so laut ist. Attention Pioneer. The following instructional video is a summary of your impending duties as an exoplanetary pioneer for Fixit Incorporated. Fixit Pioneers have 3 cyclical assigned pillars of work to ultimately accomplish project assembly.
Use provided blueprints to build the necessary buildings. Chart the planet and gather resources to provide desired results and improve your infrastructure. Make sure to report any unusual discoveries to R&D for analysis. Expand your factories, outposts and pipelines through automation and augmentation. Grüß deine Frau. That's it. Get to work and be effective. Sio hat mit Vollumballage lassen. Herzlich willkommen im Altenheim, Abteilung Rollator-Raudis. Atmospheric Entry in 5, 4, 3, 2, 1. Planetfall Procedure initialized. Laut und ich selbst meine eigene Sprache nicht mehr höre, meine eigene Stimme. So ist das nun mal in so einer Raumkapsel. Ne? Genießt den Fall. Ja. Ensure the integrity of your multi-purpose exploration suit is at 100%. Remember, efficiency first. Godspeed. Was ist denn das für ein Vogel? Den habe ich ja noch nie gesehen. Hallo, ist der neu? Das ist ein Schuhschnabel. Ja, der interessiert mich nicht. Der war gestern in dem Ding nicht mit dabei. Was ist denn nun los? Seit wann rennt hier ein Schuhschnabel Welcome rum? Welcome to Planet Massage 2 ABB, your designated sector in the binary star system of Akija. I am Ada, also known as Artificial Directory and Assistant, tasked to support pioneers. Ich habe dieselbe Landschaft genommen, die ist jedes Mal anders. You are the third of your sector to survive Planetfall. Congratulations. Gibt schon eine Weile. Sio, anscheinend kennst du das Spiel besser als ich. Verrat mir nicht so viel. Note: Objective-based introduction. Den kann ich bestimmt füttern, dann ist das mein Welcome Haustier. Onboarding. Da hinten läuft noch ein Riesenvogel rum, glaube ich. First objective: Please dismantle the drop pod. The resulting materials will be repurposed to construct a habitat and utility base, from now on referred to as the hub. Das ist aber Note, kein normaler. Fix it incorporated as cost-effective and efficient. We do not waste. So kann man auffallen. Aha, ich darf das Ding hier abreißen. Den finde ich gut. Habe ich nichts zu fressen, so ein paar Bären oder so hier in der Nähe. Doch, Bären. Wäre geil, wenn ich ihn sofort kriegen würde. Was war das? Ich hab noch gar nichts, ich kann nichts machen. Arsch. Komm, reiß die Kapsel ab. Dankeschön. All important fix-it data and communication is recorded and stored in the codex, including these steps. Du-ku-ku zum Öffnen des Codex. Schreibt Herbie. Wer soll leise sein? Ist der Vogel weg? Böser Vogel. Ich hab da Q gedrückt. Läuft mir da. Alle, die verraten wollen. Ach so, nein, die verraten ja nicht. Die wollen mir ja helfen. Ich drücke auf Q und nichts passiert. Ach nee, oh, na gut, dann machen wir hoch. Oh. Ja, gut. Second objective. Please ensure you have your Fix-It Incorporated Xeno Zapper equipped before leaving the drop zone. Note.
According to Fixit regulations, every pioneer should have access to a means of defense against extraterrestrial threats. Tipptapptaste, ping! Dankeschön. Ich will aber erst das in die Hand nehmen. Wie kann ich denn fallen lassen? Die Discord Link, dankeschön. Der TikTok Link und der YouTube Link, danke, 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 Herbie. Mein best funktionierendster Herbie Bot. Ja, der einzige Bot, der Widerworte gibt. Ja. Jetzt sehe ich den nicht mehr, ist der gemein. Weggeflogen. Ja, macht nichts. Auf jeden Fall nehme ich mir jetzt den Zippelzapper. FBI, open up! Ja. Kommst hier nicht rein. Third objective. Please familiarize yourself with the resource scanner to find iron. Note, the acquisition of iron is considered essential in preparation for all future objectives. Was? Eisen finden? Eisen finden. Aber ich muss erst mal gucken, wo ich hier bin. Ich bin sehr weit oben. Und ich bin sehr, sehr binnig. Eisen finden. Wir haben nur das. Ja, gehen wir in die Richtung. Vielleicht kann ich nur nochmal Positionsscan, Rohstoffe erhalten, gedrückt und Rohstoffe und Rohstoffe kommen. Ja. Rohstoffe kommen zusammen. Hier ist nichts mehr. Die können wir so runter. Jetzt sehe ich einen Vogel ja nochmal irgendwo. Kann man nebenbei ein paar Büsche klauen. Oder das Energie, die Energieerzeugung mit den Büschen ja nervtötend ist. Ja, was zu futtern. Da haben wir noch mehr zu futtern. Machen wir nochmal eine Bau. Eisen haben wir genug. Wollt soll es ein Update geben, habe ich gestern in Langstream gehört. Aha. Soll noch mehr Zeug dazu kommen. Ich wollte ja eigentlich da mitspielen, ne? Aber da kennt jeder jedes Teil, die wissen genau, was sie machen müssen und ich wäre da sowas von fehl am Platz. Da habe ich entschieden, nein, mache ich nicht. Dann habe ich mir gestern rangesetzt und angefangen, wieder selbst ein bisschen was zu machen. So, dann kann ich da rausfliegen. Mhm. Muss sowieso hier rumrennen, dann kann ich auch das blöde Material ansammeln. Ja. Da unten steht natürlich ein Bösewicht, ne? Das ist klar. Ein Bösewicht? Da.
Was ist das denn? Das war was. Es ist nicht mehr. Zwei Stück haben wir. Genau richtig, Opi. Eichhunde. Guten Morgen, Io. Dir auch einen wunderschönen guten Morgen gewünscht. Eichhunde. Was? Einen wunderschönen guten Morgen zusammen sollte das werden. Ach so. Das ist hervorragend. Dir auch einen wunderschönen guten Morgen gewünscht. Dir. Jetzt muss ich den Felix. Ha, aufgeschrieben. Und deiner Frau. Der Thumbbites. Fourth objective, build the hub. Note, to complete this objective, the resources salvaged from the drop pod will be consumed. Caution, ensure the hub is built on spacious open terrain close to the presence of iron sources. Failure to do so will likely result in non-optimal progress. Ich hoffe, euch geht's gut. No! Hab ich gesehen. Haha, geh nach Hause. Haha, zu langsam. Haha. Ausgelacht. Haha. Potato. Hey! Die sollen Hub bauen, ne? Menü Q bauen wollen. Ups. Bist du? Hä? Ich will weiter. Hier steht das Hub doch schön. Hab dich doch mal wohl. Congratulations, you have unlocked Hub Feature Manual Craft Bench. Hub Feature Hub Terminal. Fifth objective, complete Hub Upgrade 1. Note, the Craft Bench and Hub Terminal are essential for progression to the next objective. Ja, bei uns ist alles soweit in Ordnung. Danke der Nachfrage. Jo, alles gut von Herbie. Hurra, wir leben noch bei der Wärme. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Das ist gut. Oh, lass es regnen, bitte. Ist zu trocken, ja, ne? Eisenbarren können wir herstellen, Eisenplatten. Und wir können Upgrade starten. Gut, dann upgraden wir doch mal. 10 Eisenstangen brauchen wir dafür. Dann bauen wir doch mal Eisenstangen. Eisenbarren. Herstellen. Nein, da mache ich jetzt nicht den ganzen Stream. Nein? Nein. MacGyver, guten Morgen, meine Lieben. Oh, was sehe ich da? Satisfactory. Ja, ich habe mich so anfixen lassen, dass ich gesagt habe, gut, ich spiele das auch mal wieder. Wir hatten vorgestern ein Gewitterchen, viel Blitz, viel Donner, sage und bogene 3 mm Regen. Hoffentlich war das nicht zu viel für dich. Io. OP, wo liest du denn MacGyver? MacGruber, ja, MacGyver heißt es doch, oder? Mick, Entschuldigung. Macht ja nichts draus. Also, wer mich kennt, der weiß, dass ich sowieso alles falsch vorlese. Moin von. Ja,
Keine Ahnung. Kasani Real? Oder nur Real? Und hier ist es warm und das ist Real. Aber ich habe ja so einen Schweißabtropf, lauf mir nicht in die Fresse, Tuch hier. Was macht denn hier so ein Krach? Ach, er schon wieder, dieses riesige fliegende Dingsbums. Was wollte ich machen? Rein damit und tschüss. Upgrade. Kleinen Tipp mit Maus und Hammer drücken, leert das zu drücken, dann brauchst du die Maus nicht gedrückt halten. Ja, stimmt, weiß ich. Beim Crafting. Additional slots. Hub feature, personal storage. Sixth objective, complete hub upgrade 2. Note, portable miners require no power and will mine a node until their inventory is full. Note, multiple portable miners can be used on a single node. Okay, ich habe da sehr lange für gebraucht, um das herauszufinden. Ich meine, ganz am Anfang des Spiels, als das rauskam, muss man die Leertaste sogar gedrückt halten. Da habe ich mir mal nur ein Stück Pappe in die Leertaste gesteckt, damit das läuft. Und Kasani Real oder nur Real hat einen Follower da gelassen. Herzlich willkommen im Altenheim, Abteilung Rollator Audis. Danke für den Follower und schönen guten Morgen gewünscht. Die Ausrüstung Bertschott wird verwendet, um Ausrüstung wie zum Beispiel mobile Miner herzustellen. Schön, ein mobile Miner kannst du auf der nahegelegten Rotorfahrt kommen, auch schön. Domino. Hab. Will ich da gar nicht. Produktion, Werkbank. Neu. Die Eisenplatten fehlen mir. Ich kann den aber. Warte mal. So, To-Do-Liste. Dann mit schweren Fahrzeug. Schweren Fahrzeug ging es auch. Feuerzeug. Was habe ich denn heute beim Lesen? Ja, mit schwerem Feuerzeug ging es auch. Was? Auf jeden Fall ist das wirklich so cool. Habe schon mal ein Megaprojekt. Die LS22 hier auch irgendwie. Ja. Was haben wir denn hier Schönes? Auch ich habe ja schon jede Menge Gas hier drin. So einen haben wir auch schon. Brauchen wir auch nicht. Den behalten wir. Die TikTok-Link. Der YouTube-Link. Ich glaube, ich sollte den Stream wieder ausschalten. Ich lese ja alles falsch. Halleluja. Ach, Opi. Lachst du mich gerade aus, du Riesenviech? Wer, ich? Ja, das Schwabbelding da vorne. Glaub's nicht. Upgrade 2. Also bei so einem Riesenkörper und den dünnen Beinchen, ich weiß ja nicht. Eisenplatten, Eisenstangen. Ich brauche aber zuerst mal die Eisenplatten. Ein Vorlesebot vielleicht? Ne, dafür habe ich eine Anja. Was? Die mir mal sagt, ey du machst gerade alles falsch. Kann das sein, dass ich jetzt... Na gut. Ich bin so deppert gewesen und habe die ganzen Eisenstangen hergestellt. Ja, ist ja gut. Und tschüss. Blöd, Mann. Wann vorbeigelaufen? Meiner. Soll ich mal noch ein bisschen Eisen hier rausspulen? Das ist echt ein merkwürdiges Tier.
Habe ich hier einen Panzer? Oh, warum liegst du hier noch? Ja. Ja, damit könntest du sogar fast recht haben. Die nehmen wir die Wandmurmel auch noch mit. Das ist jedenfalls nicht die Erde. Nein, nicht so wirklich. Ding 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 Eisenplatten, Eisenplatten. Die haben was an den Latten. Oh, alle. Eieieiei. Oh, schöne Stimme, Anja, von Zitter nicht Granate. Ja, klasse, du hast eine schöne Stimme und ich. Ich hab die schöne Sache. Ja. Du hast die schönste, das OP-Stimme der Welt. Richtig. Und das ist ein schönes Spiel, man kann sich so richtig viel Zeit nehmen. Allerdings sind auf dem ersten Planeten die Vorkommen, die man so hat, so ziemlich weit auseinander. Man muss eine sehr weite Bahn bauen. Aber so wie ich das mache, schlagen dann da viele andere die Kopf oder Hände zusammen. Was macht der denn da? Den Kopf über die Hände zusammen. Mhm. Ist genauso wie den Sand in den Kopf stecken. Mhm. Machen wir mal Kuh wie Kuhwatsch und dann den da. Na, oh, das reicht. Das ist nah genug ran und weit genug weg. Nein, mach weg da. Sagt es, das ist ein Spiel. Wenn damit anfängt, verabschiedet man sich am besten erstmal vom Privatleben. Dass sich richtig böse Suchtis halt. Ich kenne das Ding ja von vor 5 Jahren, als ich das gespielt habe. Ich habe das ja schon mal gestreamt, aber da war ich ja noch auf Facebook. Die letzte Status ist das Interessanteste, was Ressourcen betrifft. Ja, hallo, ich bin noch nicht mal mit dem ersten klar gekommen. Ich habe mittlerweile über 1500 Stunden in dem Spiel. Oh! Ein Mobil meiner bitte. Nein, ich möchte 2 haben. Dankeschön. Und schon habe ich mich wieder verlaufen. Ja, immer dasselbe hier. Waren die Dinger jetzt da oder da? Da. Oder? Hier. Ich schände mal gern meiner Hände. Danke. Da oben war da noch einer. Ich habe leider ein schwarzes Bild. Dankeschön. Ich hätte das Ganze doch gerne nochmal. Der CSNI war das. Warum wird es hier so dunkel? Geh weg, lass das. Vielleicht wird's Nacht. Ja, aber das muss ja nicht so krass sein.
Kannst du die Automatik machen? Meine alle auf eine stellen. Das ist aber so schöner. Da einen und da einen. Da muss ich weiter laufen. Ich brauche mehr Zeit. Ich bin Streamer. Die brauchen immer viel Zeit. Das ist doof. Den habe ich komplett bescheuert gestellt. Aber das macht nichts. Passt ja zu mir. Was soll ich eigentlich machen? Das weiß ich nicht. Der Spaziergang zwischendurch. Ja, und das niemals dumm quatschen. Ach so, ich brauch Eisendings, Plattenbauten, Dingsbums, Zeug. Kann ich nicht, aber die kann ich auch nicht. Ich habe überhaupt nichts mehr. Dann laufen wir wieder zurück. Wir brauchen ein Material. Hast du doch? Das Material habe ich schon. Komme ich über Inventar dahin? Nee, ne? Mit. Ich muss gleich wieder zurück. Ja, Will schreibt ja. Ich weiß nicht, wie man sliden kann. Vom Boden sliden. Springen und rennen weiß ich, aber sliden weiß ich nicht. Ich meine, ich könnte zwar nachgucken, wie das geht, aber. Ja, habe ich doch. Klasse. Danke. Congratulations. You have unlocked hub feature biomass burner. Scanner feature copper. New buildings and recipes which can be found in the build menu and craft bench respectively. Michael, dir auch einen wunderschönen guten Morgen. 7th objective. Complete hub upgrade 3. Note: Connect buildings to a biomass burner for power. Note, Michael, buildings such as the smelter require a recipe to be set. Advice: Automate the smelting process and use portable miners for optimal results. Yeah. Upgrade life. Meilenstein auswählen. Das ist schön. Die laufen ja schon mal, die zwei. Auf jeden Fall brauche ich dann Kuhpferd. Kuhpferd. Aber. Ja. Wenn wir schon hier sind, kann ich ja wieder das Zeug hier ranlegen. Kann auch da rein. Das kann da rein. Das kann da rein. Die auch nicht. Wir klauen nämlich jetzt direkt wieder einen Miner. Ich renne direkt in die falsche Richtung. Dankeschön. Aha. Und dann suchen wir mal Kuhpferd. ...270 in die Richtung. 400. 400. Ja, dann werden wir wohl mal da runter wackeln. Und direkt mal das Graszeug mit einsammeln. Komm. Geben begutachten. Oh, noch mehr zu essen. Lucy's.
150 Meter. Was zum Teufel steht da oben drauf? Da ist wieder ein Bösewicht. Habe ich eine Waffe in der Hand? Nö, ne? Moin Moin von Michael. Michael dir auch einen wunderschönen guten Morgen gewünscht. Opi, Gärtner noch nicht wie Lami. Als hast du wieder neu angefangen? Ich habe das Spiel neu angefangen, ja. Der Lami hat mich so angefixt. Böser Lami. Ja, ganz böses Lami. Irgendwas Böses da oben drauf. I strongly advise you to harvest this specimen. Mein PC hatte kurzfristig kein Internet. Da oben das Ding, das kannst du mir erzählen, ja? Comply. Hello, this is Paternal Figure. I have taken ill and need your help to find a cure. Doctors say that the only remedy is alien artifacts. Ein Alien Artefakt? Aha, da müsste ich mich eigentlich dann mal nach oben hochbauen und um das Ding zu holen. Harvest. Auf 85 Meter, weil ich nicht glaube, dass ich da hoch gejumpt komme. Your contract legally compels you to harvest this artifact. Ja, ich soll das Ding besorgen. Da kommt ja nie im Leben hoch. Nein. Wir werden das Ding schon holen. Aber schön, wie das so gelb leuchtet. Schön, wie weit das von meinem Platz weg ist, dieses blöde Ding hier. Denke ich die ganze Zeit, hier ist einer. Da ist auch einer. Meiner. Und Link. Jetzt machen wir hier erstmal 6 Stunden Pause, bis das Ding voll ist und dann nehmen wir das mit. Ach so. Ja, dann. Ich habe doch gesagt, ich mag das Spiel. Man kann jede Menge rumstehen, wenn man möchte. Man kann natürlich auch den Lami machen und den ganzen Tag durch das Spiel rennen wie ein Irren. Ne? Das ist aber was anderes. Ja, definitiv. Ich glaube, es wird wieder hell. Ja. Money rain. Money. Harvest it. Money rain. Harvest it. Ich halte mal die Hände auf, aber irgendwie kommt da nichts rein. So was Gemeines. Money rain. Da wollte ich heute noch einen Sound Alert hier einfügen, aber nein, er wollte nicht. Oh, böser Alarm. Wir warten, bis wir die 100 voll haben und dann marschieren wir da zurück. Ich
habe die Karte noch nicht. Ich kann mir hier noch keinen Marker bauen, machen, tun, hinsetzen, beschriften. Aber Stromkabel kann ich schon bauen. Obwohl ich die gar nicht brauche. Ich könnte mir natürlich von dem weitergelegenen, außer bei der Mine, wo wir direkt dran sind, eine MK1 hier hinsetzen. Widespread chaos and mayhem. World President urges all citizens to do their part and harvest alien artifacts. Hör auf zu maulen. Wir haben 100. Mein Internet mag mich heute irgendwie nicht. Nein? Also das ist hinter dem Berg, das ist nach Esten. Dukadu. Warum machst du das denn? Nur du dir mich hier an, ne? Mhm. Merkwürdiges Tier. Yay! Du bist geglitten. Die. Kupferbarren. Fertig. Bei dem Spiel kriege ich definitiv noch mehr eine Ratsche, als ich so schon habe. Nein, hier ist nicht warm drin. Was haben wir jetzt? Oh, 26,2 Grad. Ist doch schön. Ich habe keine Klimaanlage an, noch keinen Ventilator an. Alles gut. Nimm doch den Ofen, dann geht das doch viel zu schnell. Irgendjemand hat mir mal gesagt, oder ich habe das irgendwo gehört, dass alles so lange mit Hand gemacht wird, bis man auf Kohle kommt. Dass man ein Kohlekraftwerk bauen kann. Und ich bin Streamer, ich brauche ganz viel Zeit. Und vor allen Dingen unterhalte ich mich gerne mit dem Chat. Insofern ich es schaffe, das vorzulesen. Danke, Herbie, fürs Zunge rausstrecken. Schlapperlappen, Herbie. Schlapperlappen, Herbie. Nee, ich habe keinen Hunger auf Bienenstich. Echt nicht. Boah, alle durch. Oh, Draht, komm. Lass uns einfach durchlaufen. Wir holen uns schnell wieder ein neues Material. Wir rennen zwar andauernd hin und her. Aber ich habe Zeit. Die Eisenmine werde ich nachher, sobald ich so weit bin, dass ich die erste setzen kann. Da werde ich meine hinsetzen und alles in den Container packen. Weil wir brauchen viel, viel mehr Eisen als alles andere. Du kannst gar nicht alles mit Hand machen bis zur Kohle. Die Intelligenzbeschichtung, die du für die Weltraumschiffe Stufe 1 brauchst, kannst du nicht von Hand klöppeln. Weiß ich das? Du hast mir schon Sachen erzählt, da hab ich überhaupt keine Ahnung von. Werde ich doch sehen.
Sagt Herbie schon. Ja, pst. So, was brauchen wir? Draht brauchen wir, ne? Und ein paar Eisenbarren bauen. Ach so, drückt auf die Leertaste. Damit wir Eisenstangen machen können. Eisenplatten haben wir 20. 20, 20, 20. Oder Eisenplatten haben wir 2. Na gut. Bitte nichts verraten. Danke nur auf Anfrage. Danke von Herbie. Ein lieber Herbie. Komm, mach mal 20 Eisenplatten. Ja, ab und zu kann er lieb sein. Herbie ist immer lieb. Er wird nur, meistens missverstanden. Ja? Mhm. Eisenplatten. Eisenbacken. So, ich muss weiter Wasser trinken. Das haut nicht hin. Prost. Zum Wohl. Anne kriegt ihre die Zunge rausgestreckt. Ja, danke. Bei mir sind die meisten Spiele, wie auch dieses, nur Mittel zum Zweck. Zum Streamen und mit dem Chat zu quatschen. Ist zwar meistens nur für die interessant, die schreiben. Ja gut, ein paar andere kriegen wir zu lachen. Ja. Aber morgens um 9.51 Uhr bei der Wärme und das. Was haben wir heute? Samstag, ne? Ja. Samstags morgens, ja klasse. Da kann ich ja froh sein, wenn 18 Leute da sind. Ich weiß gar nicht, wie lange habe ich jetzt nicht gestreamt? Eine Woche? Ungefähr. Ja. War auch nötig. Ding, 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 ding. Wieso 20 Grad sind jetzt? Bei dir, ja, danke schön, Herbie. Ich weiß, dass du eine solche Rohwohnung hast, die immer schön kühl ist. Was am Arsch? Was heißt Sus? Bitte übersetzen. Draußen haben wir 20, aber bei uns ist, warte ich schon mal hin, was das Handy-Tachometer sagt. Hallo? Braucht die zu drehen? Mach was. Irgendwie will mein Handy nicht. Beim Handy ist es zu warm. Verdächtig? Was ist denn verdächtig? Ah, suspect. S-U-S. Sus. Mhm. Aber warum verdächtig? 22 Karate okay. Haben wir. Ja, da ist ein Wassermarsch. Dankeschön. Gib ich mir direkt den nächsten hinterher. Ich habe nachher wieder einen Wasserbauch. Prost. Danke, Keks. Keks, dir auch einen wunderschönen guten Morgen gewünscht. Ich hoffe, dir geht's gut. Sven Keks, grüß dich. Ui. Ich glaube, wir können jetzt gleich. Der war nicht schön. Nein, der war nicht schön. Danke, Nils. War nicht schön. Na, Mieze Katze. Oh, Eisenstangenpeelen. Oh. Wird man. Einen schönen guten Morgen, Obi. Nils dir auch einen wunderschönen guten Morgen gewünscht. Eisenstangen leben länger mit Kalgon. Ja. Moin Nils von Herbie. Böser Nils. Weil ein bisschen Privatleben muss ja auch sein, wenn du nicht streamen bist, kann was sein, dass es nicht gut geht. Und wir haben mit Hängen und Würgen 20 Grad so jetzt mal viel zu lesen. Ja. Ich habe jetzt viel gelesen. Danke fürs viel Lesen, Michael. Nee, ich brauchte für mich, ich hatte kein Bock zu streamen, ganz einfach. War nichts. Ups, Opi, macht nichts. Nils, dafür ist das Ding da. Und wenn ich keinen Bock habe zu streamen,
Genau. Hör doch mal auf, den Tabak zu essen, du dummes, komisches Ding. Boah, was eine Rottkoppe. Das ist aber kein Kautabak. Nee, eher weniger. Komm, nein damit und weg damit. Hab Verbesserung. Diddlidli. Können wir noch mehr bauen? Neue Gebäude, neue Teile, neuer Scanner. Congratulations, you have unlocked scanner feature Limestone. New buildings and recipes, which can be found in the build menu and craft bench respectively. Eighth objective, complete hub upgrade 4. Note, use power poles to expand the power network for optimal results. Es geht bei mir auch das gleiche. Hast du dir das auch eingebaut? Komm, machen wir direkt das Hub-Ding hier fertig, das nächste. Meilenstein auswählen, was haben wir da? Das ist, ach nö. Beton, Ton, 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 Ton. Wie geht's dir von Herbie? Ist doch richtig so. Danke für die Knuddels. Ja, bringt nichts, wenn ich keinen Sinn habe zu streamen, mich hier hinzusetzen und dann nein, kein Bock drauf. Brauche ich noch einen mobilen Miner? Ja. Gut. Ich möchte nur ein bisschen Zeug in die Kiste schmeißen. Düt. Und düt. Und düt. Und düt. Nee, düt nehme ich wieder raus. Gut. Dann kann ich düt sortieren. Nur wenn ich Lust habe, dann mache ich das. Wie geht's hier von an Norwegen vom Herpi? Oh du mein Herpi, du. So, ich musste da hoch, ne, um das Metall mitzunehmen. Da rauszunehmen. Metall bitte einmal. Metall. Kann der weiterlaufen? Alles nehmen. Habe ich da schon wieder Knüdels dranhängen? Ey, das sind schnell wachsende Knüdels, finde ich gut. Danke. Dann machen wir den Strauch mal hier weg. Den und den, den. Und dann schauen wir mal, wo wir Kalkstein herkriegen. Aus meinem Kopf jedenfalls nicht. 252. 229 nach East. Da hinten ist auch das andere Zeug, ne? 250, 205. Wir rennen nach East. 229 Meter. Zu dem großen Turm mit dem Alien-Artefakt. Nebenbei machen wir hier noch sauber. Komm, mach sauber. Mach sauber. Wenn die anderen schon dahin machen, kannst du wenigstens sauber machen. Ja. Ja, hier auch nicht. Herbie. Mir geht sehr gut und bei dir ist Sonne pur. Gut. Bei mir ist Sonne pur. Ah! Du hast eine Sonne. Ja, da ist er schon. Ja, da ist er schon. Ja, da ist er schon. Ja. Ja, da ist er schon. Opi? Ja. Hängt die Platte? Nein, die hängt nicht, nein. Dann ist ja gut. Herrliches Wetter, Opi. Bei uns auch. Herrlich warm. Was war das? Darf ich mal den Miner hier hinsetzen? Hier so. Oder muss ich das alles weglocken? Nee, ne? Dahin. Blup. You are so lucky that you found this most valuable artifact. Liebe Grüße von der Küste, von Keks. Bist du im Urlaub, Keks?
Nee, ob ich mal den schönen Stein kaputt machen. Ach so. Ich muss sowieso schöne Steine kaputt machen. Sagen wir hier wieder, bis wir 100 haben und dann marschieren wir los. FBI, nein, du kommst hier nicht rein. Harvest. Harvest. Üt. Nö, was höre ich? Harvest. Üt. Picking up multiple fix-it personnel in the area. Proceed with harvest before it's too late. Bevor es too late. Ja, ich kann das Ding nicht harvesten, bevor es too late ist. Ich kann nämlich noch nichts anderes bauen. Oh, 108 haben wir schon. Gut. Warum drücke ich immer Tab? Widespread chaos and mayhem. World President urges all citizens to do their part and harvest alien artifacts. Ich kann noch keine Rampen bauen. Komm da nicht hoch, du Ei. Wo ist der eigentlich? Da oben, ne? Da komme ich nicht ran. Geh mal nicht auf den Nerv damit. Ansonsten komm gefälligst runter hier und mach es selber. Kurzurlaub. Na gut, ausnahmsweise erlaube ich dir das mal. Aber nicht, dass das irgendwie zur Angewohnheit wird, ne? Die Wege sind gar nicht so weit. Ne? Nö, da habe ich schon länger gehabt. Beton herstellen. Wir haben kein Kupfer mehr. Also gibt es auch keine. Jetzt stellen wir noch die Eisenplatten her. Guten Morgen zusammen. Von Peter, der Rentner. Peter dir auch einen wunderschönen guten Morgen gewünscht. Das Schöne ist immer, dass wenn ich so ein Spiel spiele wie das hier, was schon so viele Jahre draußen ist, und ich da keine Ahnung von habe, dass die Zuschauer meistens besser wissen, was hier los ist, als ich selber. Oder ist das in allen Spielen so? Da muss ich mal länger drüber nachdenken. Ja, denk du mal länger drüber nach. Oh, ich liebe es. Und das machen wir jetzt mindestens die nächsten 3 Tage. Bevor ich mich dazu hinreißen lasse, mal irgendwelche Minen oder so hinzustellen. Du musst leider gehen, Frühstück wartet auf mich. Dann wünsche ich dir einen guten Appetit und einen schönen Tag. Oder bis später, oder bis heute Abend, oder bis morgen, oder. Auf jeden Fall einen schönen Tag gewünscht. Und danke fürs Reinschauen. Guten Appetit, Cesani. Eisenplatten, Eisenstangen, Eisenplatten. Wie viele Eisenplatten haben wir? Wir brauchen 75. Wir haben uns gestern hier einen Hof angeschaut. Bei Satis habe ich nun 2000 Stunden auf der Uhr. Gut, Peter, dann bist du auch einer derjenigen, die direkt zu hören kriegen. Nicht vorsagen. Klappe halten. Außer wenn ich frage, dann. Aber ansonsten nur. Alles gut, ja, aber auch nicht böse gemeint. Eisenplatten. Oh, du Eisenplatten. Ich habe 72, brauche 75. Das ist schon mal eine Frechheit. Ich
Ich geh mal nochmal Eisen holen. Ach, Katze. Eisen, komm. Danke. Juhu. Bong. Den können wir schon mal füttern. Und zwar mit Gras. Au. Au? Ja. Du bist doch dagegen gesprungen. Halb so wild. Au. Das merkt man bei meinem Dachschaden schon gar nicht mehr. Hat jeder mal klar angefangen und muss lernen können, wie es geht? Ja. Aber das Kleine ist auf das Spiel bezogen, nicht auf mich, ne? Gott, hier wird jetzt zu lachen. Ich bin größer als du, Anja, also. Ja, zum Wohl. Prost. Bei dem Wetter zu streamen hat noch nicht Handicap, ne? Dir pappt die Schnauze noch schneller zusammen, ne? Ja, Opi. Das heißt so viel, ja, es könnte sein oder auch das andere, ne? Dankeschön, mit Herzchen. Ich hab die auch lieb, meinte. Was machst du denn da? Und jetzt kriegt ganz viele Knuddels und Herzchen. Oh, Michael. Dankeschön, Michael. Davon träume ich heute Nacht. Ding, 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 ding. Eisenplatten. Oh, Mann. Ich lasse die durchlaufen, weil das ist relativ egal. Wenn ich die auf Lager habe, dann habe ich die auf Lager. Brauche ich die im nächsten Experiment-Dingsbums nicht, ne? Dann habe ich. Wenn ihr versteht, ja, was ich nicht meine. So, wir brauchen Draht. Was brauchen wir denn dafür? Kupferbarren. Ich habe ganz viel Draht. Aber keine Kupferbarren. Nein, ich habe überhaupt kein Draht. Habe ich denn gar kein Kupfer geholt? Wir haben 210 Draht. Ich brauche Kabel. Für Kabel brauche ich. Du hast doch 210. Ja. Ich brauche Kabel. Bau doch mal so. Kabel, du Klotzkopf. Klotzkopf. Anja, weißt du, was ich am Dienstag gekauft habe? Vom Nils. Das weiß ich nicht. Lass mich raten, Nils. Nackte Schwein auf Toast? Ja, toll. Wo kriege ich jetzt das Toast her? Ja, ne? Wo kriegst du jetzt der Toast her? Entweder hat er sich einen Schoko-Cappuccino gekauft oder frische Erdbeeren. Ich habe Eis am Dienstag gekauft. Ah, gut. Neugebäude. Spiel auch verbessert. Was? Congratulations, you have unlocked building, conveyor belts and poles, inventory, additional slots. Ninth objective. Complete hub upgrade 5. Note, portable miners cannot be connected to conveyor belts. Advice, when planning the construction of buildings, note the placement of conveyor belts. Förderbad MK1, Fördermast. Stromleitung. Ja, das soll ich euch mal sagen, dass ich gestern was? Eis gegessen habe. Wenn's Spaß macht. Stracciatella habe ich leer geschlüffelt. Stracciatella. Meilenstein auswählen. Machen wir doch. Komm, wir gucken direkt mal, was wir davon haben. Schmeißen wir direkt rein.
Das haben wir. Nein, ich bin auf der falschen Seite. War doch schon da. Oh Gott, Spiel. Ärger mich doch nicht. Ab wird fertig und tschüss. Congratulations, you have unlocked building miner mark 1, building storage container, hub feature, additional biomass burner. 10th objective, complete hub upgrade 6. Note, there are no notes. Jaha. Und tschüss. Was haben wir denn da? Die haben wir? Die haben wir? Die haben wir? Mehr haben wir nicht. Lass mich mal Jürgen. Mal die raus. Die raus. Lass mich mal Jürgen nach hinten gehen. Welcher Jürgen? Der in der Nähe von Klaus wohnt. Ach so. Dom packt die da rein. Die sind mir noch nie begegnet. Nein? Juhu. Jukadukadu mit dem Yumi-Schuh. Das kommen wir da hier rein. Ja. Dat. Was denn dat denn? So. Also ohne Brille ist alles total verschwunden. Warum? Weil ich gerade die Brille ein bisschen putze, dass ich wieder was sehen kann. Mach auf das Ding. Danke. Meiner 1 kann ich jetzt bauen, ne? Ich drücke immer auf die falsche Taste. Hallo? Da. Ein davon, 10 davon und 10 davon. Ich habe die gerade alle rausgeschmissen. Jetzt muss ich die erstmal neu holen. Das, da oben ist eine Schnecke. Was? Press left, click to exit. Küsse nur die Füße. Nein, danke, Opa. Nach Easton muss ich. Nach Easton? Ja, nach Easton. Danke. Nach Easton. Nach Osten. Nach Easton. Ich esse nichts. Nach Easton. Die. Also, ich kann ja auch schnell rennen. Entschuldigung. Upsal leiden. Da kann die Hose dann schön leiden. Oh, labert der Keller an Mister. Da hier wird was zu essen. Danke. Bitte. Mal eben den hier leer machen. Danke. Dann muss ich da hoch. Nur den hier auch noch nicht. Aber eine schöne. Ruf ihn nach außen, bitte. Will aber nach Easton. Wo habe ich denn? Da. Comply. Was? Weiß nicht, ob die gut beigesagt hat. I strongly advise you to harvest this specimen. Tut euch das weh? Nein, nicht. So, das ist für den Meilenstein, ne? Ich will aber... Oh, schon wieder auf den falschen gedrückt. Den meiner will ich haben.
Kodulus den tut. Lass mir die Eisenbahn durchknuddeln. Verdammt, ding. Eisenplatten, Beton brauche ich und mobile Miner steht da. Eisenplatten und Beton. Lassen wir durchlaufen, wie immer. Dann machen wir Eisenplatten, die haben was an dem Schatten. Ja. Nur gut, ob mich keiner hören kann. Nein, das hört mich überhaupt keinen. Michael Prock, warum haust du dich? Und Michael, so musst du nicht machen. Oder so? Nein? Ja, wie, du bringst mich gerade fürchterlich durcheinander. Was denn jetzt? Dann machen wir Kupferbarren. Wie ist das? Die Kupferknarren. Ja. Wir werden gleich einen Miner setzen und dann werden wir ein Stromkabel dahin basteln. Achso, ich sollte vielleicht noch ein Stromkabel, kann ich ja gleich dann bauen. Und dann werden wir einen Container dahin packen und einfach das Eisenrohmaterial in den Container schmeißen, gar nicht weiter verarbeiten, aber dann brauchen wir uns da schon mal überhaupt nicht mehr zur Zeit drum zu kümmern. Alles andere wird dann später gespätert. Ja. Gespätert. Mhm. Da ich immer zwei Container haben will, einmal mit Roheisen und einmal durch ein paar Teile einen zweiten Container raus, aus dem dann später auch Material rausgeholt wird, damit ich mal einen Container schön voll habe mit Rohmaterial, egal von welchem. Auch wenn man es später irgendwann nicht mehr braucht, der ist ja trotzdem da. Ich brauche ja. Kabelle. Reicht, 23 Kabel müssen reichen. Dann brauchen wir Eisenplatten. Beton Hammer 10. Hammer. Ist ja der Hammer. Mhm. Wir haben ganz schön beim Hammer. Gut. Was können wir denn noch basteln? Logistik? Ja, Förderband, klar. Was brauche ich denn für Förderband? Eisenplatten. So gut. Produktion. Wo war jetzt der Miner? Der war da, ne? Da muss er sein. Machen wir mal leer. Geben den Blau. Komm ich doch mal an meiner. Oh, ich lerne das nochmal. Meiner. In welche Richtung will ich denn, haben? Habe ich da nicht noch eine Quelle gehabt? Ja, ne? In die Richtung.
ich gedrungen, ist viel Beton. Im Bau 62 und 2021 von der Rentenversicherung verrentet worden. 62, ich bin 67. Ich bin 5. Du bist 5. Mhm. Sich. Wie viel Beton? Du weißt doch, die Nullen zählen nicht. Ach so. Stell mal Beton her. Ich bin auch Rentner. Unfreiwilligerweise. Aber toll. So, machen wir das Ganze nochmal. Auf den richtigen gedrückt. Juhu. Genau so wollen wir den haben. Ich gebe nochmal eine 1. Eisenstangen und Draht fehlt mir. Oh Gott, was bist denn du für einer? Na gut, brauchen wir Eisenstangen und Draht. Eisenstangen. Schrauben. Eisenbarren. Draht haben wir eigentlich genug, ne? Tafel haben wir auch. Wie viele Eisenstangen? Eisenstangen. Reicht. Darum drehe ich mich jedes Mal in die falsche Richtung. Danke. Das weiß ich nicht. Bestimmt, weil ich Spaß dran habe. Das könnte sein. Ich wüsste, wie ich da hinten den Berg... Oh, der war fies. Hör wie. Wie ich da hinten den Berg hochkomme. Ich hau einfach... Nee, das kann ich ja gar nicht da bauen. Wo hat er eigentlich seinen Stromanschluss? Da oben, ne? Ich habe keine Ahnung. Die 1 war das. Wie viel Draht? Habe ich keinen Draht? Was ist denn los? Kupfer? Warum habe ich kein Draht? Hau doch mal Draht. Ja, noch fünfmal hinlaufende blöde Stromanschluss da nicht dran kriegt, ne? Dann wird es komisch. Und das reicht jetzt. Ich will den noch nur verstromen schon mal. Ich muss da noch ein Gebäude dabei bauen. 1. Mhm. 2. Dahin. Der soll aber noch nicht arbeiten. Macht er auch nicht. Macht er wohl. Der soll schon nicht arbeiten. So. Da kommt auch noch einer später. Vielleicht oder auch nicht. Wir können ja alles wieder abreißen und neu bauen. Ich brauche ein dahin. Ein Container. Bitte. Ne, da kommt raus, hier kommt rein. Gut.
Das dürfte weiter. Einmal die 3, bitte. Da kann ich dann später noch so ein paar Teile dazwischen setzen. Die habe ich ja noch nicht. Jetzt kann er arbeiten. Jetzt darfst du machen. Danke. Bitte. Ja. Der läuft schon mal. Jetzt machen wir den anders. Erstmal wieder alles reinschmeißen, was wir haben. Fehlt ja gar nicht mehr viel. Jetzt würden wir alles aufarbeiten, was wir kriegen können. Was wir noch haben, Eisenbarren haben wir noch. Prozent Erwerbsminderungsrente. Die habe ich auch. Nee, oder habe ich Erwerbsunfähigkeitsrente oder irgendwie sowas? Ich habe keine Ahnung, wie die heißt. Erwerbsminderungsrente nennt sich das jetzt. Ja, ne, früher war das Erwerbsunfähigkeits- oder... Wie gesagt, keine Ahnung. Dank Covid. Nee, ich nicht dank Covid. Ich dank Rückenmark. Ist das gleiche? Ach so. Ach so. Hat Covid dich also platt gemacht? Das ist gar nicht lustig. Nein, sicher nicht. Dann machen wir erstmal hier das Drahtzeug fertig. Vorne muss hier irreparabel zerfressen. Aua. Muss man, glaube ich, nicht haben. Vordere Teil ist auch dazu da für die Persönlichkeit und so. Ich habe keine Ahnung. Naja. Nicht wirklich, nö, glaube ich dir. Nicht wirklich. Jetzt bauen wir eine Eisenplatte. Und dann gehen wir wieder neues Material holen. Bauen wir auch noch die eine Eisenstange. Danke. Material. Ich habe mich schon wieder in die falsche Seite gedreht. Laub. Eisenbarren. Dann brauchen wir nämlich Schrauben. Ne, Eisenstangen, Entschuldigung. Dann müssen wir schon den nächsten haben. Nee, wir müssen noch einmal Beton holen.
Beton machen. Dafür müssen wir das Zeug da hinten nochmal holen. Einmal müssen wir noch rennen. Alpenstangen. Dieses Jahr hatte mich meine Tochter morgens auf dem Boden gefunden. Das war ein Februar und im Abschlafen mit mir die Rettung gerufen. Nicht gut. Nach links drehen, dann gehe ich aber zum Metall, ne? Aber du hast recht, ich muss mich links drehen, ich muss mich hier ran. Der ist voll. Der ist voll. Der ist voll. Brauchen wir nur noch das Schöne. Da kommt es nicht aus. Jetzt ist links verkehrt gewesen. Warte mal, jetzt muss ich hier rum. Ich bin gestürzt und kam nicht mehr hoch. Ich hoffe, du hast nichts gebrochen dabei oder so. Auch kein Mensch. Nein. Stürze braucht kein Mensch. Alles nehmen. Wieder nach Hause. Nein, alles okay, das ist schon. Unsere erste kleine Station läuft schon. Das ist schön. Da kam ich wieder ins Krankenhaus mit Covid. Ich habe den Kram noch gar nicht gehabt. Meine Frau schon zweimal. Aber komisch, dass man bei Betonherstellen denselben Metallklang hat wie bei, ne? Beton, die Seite. Der fehlte und tschüss. Congratulations. Building, Space Elevator, Building, ja. Biomass Burner, ja, Heart, Biomass. Motivational Message, congratulations, you succeeded in every provided task. On behalf of Fixit Incorporated, I thank you for your current and future service. Additional knowledge, the hub terminal has been converted to give access to milestones there to ensure you progress along Fixit approved protocols. Note, future developments should be aimed at constructing the space elevator and, as such, initiating project assembly. Good luck. So. Beflieger 1 reingegangen, Beflieger 2 entlassen worden. Nicht gut. Der TikTok-Link, der YouTube-Link, dankeschön. Das bleibt drin. Aber mal schauen, ob wir als nächstes erforschen. Stufe 1, Basisaufbau. Ah, da haben wir Rampen und Rempels. Dann könnten wir uns das Ding da oben holen. Logistik, die wären auch ganz wichtig. Feldforschung. Die Map. Mann für Erforschung. Den machen wir.
festgefahren worden mit Rollator und Rollstuhl im Gepäck. Da bin ich zum Glück von verschont geblieben. Beton, Eisenplatten und Eisen. Gut. Natürlich wieder eine verkehrte Umgedreht. Oder? Nein, war richtig rum. Haha. Nimm mal dein Eisen her. Alles nehmen. Nur habe ich einen Hausnotruf. Ja, gut, dass es sowas gibt. So, wir brauchen erstmal Eisen. Herstellen. Die Kappe geht zur Neige. Und ein neuer Wassermarsch wäre auch fällig bei der Hitze. Dann kann ich mir nämlich Kappe holen gehen. Wassermarsch von Herbie, Dankeschön. Peter, der Rentner, hat einen Follower da gelassen. Herzlich willkommen im Altenheim, Abteilung Rollator-Raudis. Danke für den Follower. Guten Morgen sagen brauche ich ja nicht mehr. Ich glaube, das habe ich schon hinter mir. Prost, Michael, geht dir auch. Und Kaffee holen, und Kaffee. Ja, mache ich, Jörg. Ich bin schon fast wieder da. Gerne doch, danke, danke. Kaffee ist am Start? Gut. Ich mache mal gerade eine Schuppe Cappuccino und Tee, bis gleich. Ja, dann warte ich so lange, bis die Anja wieder da ist. Die hat wirklich ein perfektes Timing dafür. Die Anja nämlich den Chat weiter vorlesen. Ich hoffe nur nicht, ich brauche jetzt eine Stunde oder so, dann habe ich ein Problem. Ist das um die gleich die Eisenplatten durchlaufen? Alten Platten, die es einfach 100 haben. Nun lebe ich allein in einer Zwei-Zimmer-Wohnung. Mit Pferden an der Aller. Keine Ahnung, wo das ist. Voraussetzung ist, dass mein Internet und PC funktioniert. Ja, das wäre die Voraussetzung. Oder das Handy, wo du in den Chat leben kannst. Oh, wir haben schon 100. Der Rest geht in die Eisenstangen. Kilometer südlich von Bremen. Das ist schön. Jetzt weiß ich, zumindest, wo Bremen ist. Den Rummel da reinschmeißen. Das ist fertig. Das ist fertig. Jetzt fehlt uns nur noch Beton. Dann müssen wir nach Easton. Jetzt habe ich mich wieder falsch umgedreht. Nach Easton.
Juhu. Alles nehmen. Sind wir eben da oben? Stelle doch ein Schild mit Lampe hin. Gut. Hier war der Berg, wo ich rauf muss, oder? Oder ist der andere Park schon weg? Harvest. Harvest. Muss ich aber einen langen Weg nach oben zu rennen. You are so lucky that you found this most valuable artifact. Dahin? Ach, das habe ich ja noch gar nicht fertig mit den Biomassegenerator. Aha. Comply. Willkommen, Lift. Kann man doch einfach B drücken? Für eine Lampe? Ja, für Licht, für Taschenlampe. Damit du den Weg findest. Nein, ich kann doch keine Schilder oder Markierungen machen. Lobe ich jetzt in die richtige Richtung? Nein. Wir können hier mal eben den Kram hier aufnehmen, sammeln. Was ist das hier eigentlich? Kalkstein. Hier ist auch Kalkstein. Das war aber nur ein Stück Kalkstein, keine ganze Mine. Da hätte ich keine Mine setzen können. Was brauche ich noch? Die Beton herstellen. 200 Beton brauche ich. Da brauche ich noch ein bisschen Material. Und brauche noch ein paar Mal hin und her, aber das macht ja nichts. Und Beton brauche ich auch für die ganzen Platten später, ne? Oder gibt es auch noch andere Platten? Ich glaube, die werden alle aus Beton gebaut. Rentner? Ja. Also kann ich eigentlich auch Beton auf Fördern stellen. Und mir hier, dann hier oben den Container hinstellen. Beton. Was habe ich denn noch an Material? Eisenplatten? Kabel? MK1. Meiner steht da hinten. Natürlich fehlt mir jetzt Beton. Ja, klasse. Dann laufen wir da wieder hin. Fundamente kommen ja später. Ja, aber dann kann der ja schon mal schön Beton einlagern. Schön gemütlich. Personnel in the area. Proceed with harvest before it's too late.
Müssen wir mal gucken, ob ich da irgendwie hochklettert komme. Glaube ich aber nicht, dass ich hier irgendwo hochkomme. Nein. Harvest. I strongly advise you to harvest this specimen. Dienstag kommt ein Update raus, das ist gut. Comply. Da bräuchte ich auch. Picking up multiple fixed personnel in the area. Proceed with harvest before it's too late. Ich wäre dann wieder da. Du bist wieder da? Das ist schön. Jetzt, wenn ich da raufkomme, komme ich da hinten nicht weiter. Hello, this is Paternal Figure. I have taken ill and need your help to find a cure. Doctors say that the only remedy is alien artifacts. So, da hinten ist das Artefakt. Oh Gott, warum krabbel ich denn da rum? Vielleicht komme ich ja hier hoch. Glaube ich aber nichts von. So. Aha. Harvest. From Earth, widespread chaos and mayhem. World President urges all citizens to do their part and harvest alien artifacts. Also kann ich doch hier ran. Und das ist eine schöne Höhe. Von hier aus könnte man gut die eine riesige Platte setzen. Und man kommt überall hin. Oh, schön. Ich hab mir Alien-Artefakt. Alien-Artefakt. Weiß noch nicht, was ich damit machen muss, aber ich hab eins. Haben andere nicht. Mhm. Und das fieh ich mir jetzt hinterher, oder? Nee, ne? Da, ich werde mich mal eben darum kümmern, dass ich frischen Kaffee kriege. Bis gleich. Thank you.
wieder da. Ja. Mein PC musste ich mal neu starten. Das Internet ist heute zickig. Aha. Danke, Michael. Ich glaube kaum, dass die Anja sich das Spiel hier holt. Die kann ja mal ja nichts mit anfangen. Da geht die Anja sich ein Ponyhof kaufen, aber nicht das Spiel. Nein. Kein Ponyhof. Und auch neues Wasser mitgebracht. Volle Flasche. Der Peter hat eine Stufe 1 Abo dagelassen. Danke, danke, danke. Im ersten Monat, du weißt ja, der erste ist der wichtigste, ne? Danke für die Stufe 1 Abo. Dankeschön. Es war ja auch eine Weile her, wo ich den PC neu gestartet hatte. Ja, gerne doch. Dankeschön. Geht ja wenigstens die Werbung nicht mehr um den Nerv. Wir gehen nochmal Beton holen. Da unten steht eine 1 unten links mit so einem, mit ganz vielen kleinen Punkten dran, die mehr werden anscheinend. Was hat das zu bedeuten? Zum kleinen Kreis drum, eine 1 im Kreis drum. Keine Ahnung. Deswegen frage ich ja die Zuschauer, warum da so ein kleines Teil erleuchtet ist und der Rest nicht. Wir haben kein Material mehr hier drin. Aha, mal ein bisschen nachschmeißen. Das ist eine der Schnellballisten. Leisten, die kannst du bis zu 10 Stück gehen davon. Wow. Mit Bild auf und Bild ab kannst du dazwischen hin und her wechseln. Achso, ich habe ja nur eine. Dann kann ich auch nicht wechseln. Ja, der war auch schon wieder sehr gut. Ja. Na, läuft der Junge jetzt? Oder läuft ihn? Der läuft. Wie haben wir den da schon drin? Ja, funktioniert doch. Beton. Aha, danke, Konrad. Doch hast du, die sind nur unbelegt. Ah? Ich will gleich mal gucken, ob der die dann trotzdem umschaltet, auch wenn nichts da ist. Mal eben schauen. Nö, schaltet da nicht um. Wie komme ich dann in die nächste Zeile rein, wenn ich was in einer anderen Zeile haben will? Oder macht er das von alleine?
Aber ich muss sie auch manuell zuweisen können für das, was ich gerade haben will. So, fertig. Oh nein, nicht fertig. Och Mann. Ja, ich sehe schon die Kosten für die neuen Hosen kommen. Update ab, dann kannst du fliegen und bauen ohne Kosten. Aber wenn du keine Kosten hast mit dem Bauen von wegen Material, dann macht das Bauen doch keinen Spaß mehr. Ja, normalerweise gehst du mit Bildaufnahme runter und die anderen Leisten, dann gehst du in den Katalog und fährst mit der Maus über die Objekte und drückst dann die Zahl, ob du es liegen haben willst. Gut. Ja, aber nur im Sandbox-Modus. Gut, das spiele ich ja eh nicht. Abschicken. Wie lange brauchst du? Milestone. 2 Minuten. You have unlocked several structures aimed to provide the first needed to build basic factory infrastructure and improved overview. Building these will provide a grid for more advanced organizing and sectioning of your factory. Du bekommst aber auch nichts wieder, wenn es abreißt. Hast ja auch nichts reingesteckt. Den haben wir. Die Werkbank haben wir sowieso. Beobachtungsturm. Wer baut denn sowas? Oh, ich habe Fundamente. Nun, da Fremde habe ich. Die brauche ich aber noch nicht. Und Wände. Dienstagnachmittag soll es rausgeholt werden. Werden wir merken. Wir haben ja, glaube ich, keinen Stress, das zu machen, zu tun. Zu Kuh am Schwanz am Ziehen. Aha, da kommt er zurück. Das erinnert mich immer an Elon Musk mit seinen Unterstufen, wenn die wieder landen. Milestone exchange concluded. Fixit freighter re-entry complete. Was ich ja bauen möchte. Was ich bauen möchte, ist da überhaupt hier drin? Nein, hier ist er nicht drin. Doch, da. Weltraumluft zur To-Do-Liste hinzufügen. Bling! Den werden wir auch bauen. Ich glaube, den bauen wir jetzt als nächstes. Metall brauchen wir. Jede Menge Metall. FBI, open up! Herbie!
Metall. Da runter. Alles nehmen. Eisenbahn. Bauen wir Eisenbahn. Da bin ich so wahnsinnig von. Mhm. Wie lange machen wir denn heute Morgen? 2,5 Stunden? Ja, ne? Das reicht. Bei 2 sind wir jetzt gleich, hängen noch ein halbes Stündchen dran. Gucken, wenn heute Abend alles gut geht, werde ich wohl Gauntlet machen. Ne, Grounded, nicht Gauntlet. Grounded. Grounded. Guten Morgen von Chris. Chris, dir auch einen wunderschönen guten Morgen, Christopher. Chris, grüß dich. Mit Anja zusammen, weiß ich nicht, ob die Anja mitspielt, keine Ahnung. Es kommt drauf an, wie meine Kopfschmerzen sind. Das liegt nicht an mir, liegt an Anja. Auch wenn ich ab und zu mal in dem Spiel anfurz, weil sie wieder irgendwo hinläuft, wo sie nicht hin soll. Dann musst du mich beim Händchen nehmen und das Händchen festhalten, wenn ich nicht weglaufen soll. Ja, Moin von Nighthawk. Nighthawk, dir auch einen wunderschönen guten Morgen wünscht. Nighthawk, grüß dich. Schon Tumbapyrin genommen, jetzt geht's besser. Ich habe heute Morgen nichts gebraucht, außer meinen normalen Kram, weil ich sowieso nehmen muss. Wie viel Eisenplatten brauchen wir? 250. Ja, ich habe mir gestern 2 Schmerztabletten reingezogen. Nicht gut. Aber was nicht anders geht, geht nicht. Ich muss mal schlafen kann. Der nächste, der sagt, es über verfallen ist, hat es Lammy geschafft bei dir. Ja, mal wieder geschafft. Ich habe das Spiel ja schon mal vor, glaube ich, 5 Jahren gespielt. Auch gestreamt. 4, 5 Jahre her. Aber Lammy hat mich jetzt so angefixt damit. Da hatte ich mir gesagt, hab gut, wenn ich das schon zock, dann kann ich ja doch streamen. Nur die können das Spiel, ich nicht. Die wissen ja alles auswendig. Wie viel Teil, wer, was, wo braucht, wie viel Strom. Nee. Wie man was aufbaut, damit das richtig ist und nicht verkehrt. Ich mache es genau andersrum. Ich baue es so auf, dass es verkehrt ist. Das ist das schön, das kann richtig schön in Ruhe produzieren. Ich kann es damit jagen, nicht mein Spiel. Doch, das ist schön. Ja, spielen möchte ich auch nicht unbedingt, aber bei Opi zugucken. Ich baue den Riesel ja einfach. Ich rechne mir nicht aus. Ich brauche so und so viele Teile für so und so viele Dinger. Muss ich so und so viele Fabriken bauen, damit ich so und so viele Sachen kriege. Zündung und frischer Kaffee ist am Start. Ja, dann genieß mal den Kaffee.
Zu der Zündung sage ich nichts. Scheißqualmerei. Ja, die 250 können wir bauen. Von dem Ton kriegst du aber deine Waffel. Mhm. Will ich machen? Gut. Jo, Prost. Ich nachher mal sehen, wie der Omi geht. Die ist ja gerade arbeiten. Nach der Arbeit. Ob wir dann ein bisschen wackeldackeln. Laut meiner Wetter-App haben wir 25 Grad bei mir. Ja, wir können keinen Marathonlauf machen, nur ein bisschen durch die Gegend wackeldackeln. Ich werde heute keinen Meter vor die Tür gehen. Deswegen sage ich ja, kommt drauf an, wie es der Omi gleich geht. Vielleicht bis Frühstück und dann einkaufen gehen und dann sehen wir uns später. Überlegt schon seit Längerem das Spiel zu holen. Das macht auf jeden Fall Spaß. In meiner Welt erzeuge ich nun 42 Gigawatt an Strom und habe 95 Gigawatt gespeichert. Was? Gibt es Stunde? 92 Gigawatt pro Stunde gespeichert. Gibt es jetzt hier auch schon Stromspeicher in dem Spiel? Das wusste ich nicht. Ach so, das ist ja für den Dings. Das sind die Eisenplatten dafür. Da brauche ich Eisenstangen. Gut. Eisenbarren herstellen. Turbotreibstoff und ja, es gibt Stromspeicher. Aha! Viele, die jetzt zugucken würden, sagen, mein Gott, lass die Barren doch produzieren. Das kostet mich Strom, will ich nie haben, mach ich selber. Außerdem habe ich Zeit. Bin ja schon froh, dass ich den Rohstoff produziere vom Eisen. Ich glaube, das Material reicht nicht für die 400 Eisenstangen. Und vor allen Dingen nicht für den Beton. Und nicht für das Kupfer. Mhm. Wir werden ein paar Mal rennen dürfen. Man könnte auch mit dem Material, was ich jetzt habe, was ich noch alles rumliegen habe, mir Minen setzen. Nee, die Förderdinger, die MK1, und mir die Teile hier hinlegen. Bekommst du dann auch Kilometergeld? Ja, selbstverständlich. Und ich nehme weiter ab dabei. Was glaubst du, warum ich das mache? Siehst du nicht, wie anstrengend das Schmieden ist? Fürchterlich am Schwitzen. Ja, dir läuft ja der Schweiß schon in die Augen. Ja. Ich habe schon Rückenschmerzen vor lauter Gehämmere. Ja. Glaube ich dir sofort. Ich bin im Weltraumlift durch. Der ist für mich gesperrt im
Wie kann man denn da durch sein? Kann man da irgendwann mit fertig sein? Mit dem ganzen Kram, was man da oben schicken darf, kann? Es gibt so unfassbar viel da in dem Spiel, ne? Daran scheitert ja auch das Spiel bei mir, weil das dann so viel wird, dass ich nicht mehr weiß, wo oben und unten ist. Das Kopfschmerzen dank Punk. Ja, warum hast du dir auch vorhin so auf den Hammer vor den Kopf gehauen? Oder den Knüppel? Von meinem Gehämmere? Nein, 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 nein. Mein Gehämmere, das ist eine, du musst dir das vorstellen, wie eine Klangschüssel jedes Mal. Ist jetzt schon, Pompeter. Das ist gut, du haust zu. Ja, das ist aber gut für dich. Nicht schlecht. Du musst positiv denken, Michael. Oh mein Gott, kann mal irgendjemand den Typ sagen, der soll die Fresse halten? Nein. Positiv? Ja, natürlich positiv. Bin ich jetzt? Production. Davon kann ich 2 Stück setzen, die reichen für da oben. Dann kann ich aber keine, muss mit dem Zeug wieder zurückkommen und dann, die kann ich auf jeden Fall setzen. Positiv, was ist das? Das ganze Leben muss er positiv sehen, sonst wird es ja Banane davon. Wir können auf jeden Fall die Miner bauen. Dann müssen wir nach East. Schön langsam, man kann ja auch langsam laufen. Ne? Oder auch nicht. Das Material rausholen. Dann müssen wir keine Stromkabel da hinten ziehen. Nur wenn du hämmerst, werden Dinge verarbeitet. Ja. Mein Hämmern ist aber der Klang von einer Klangschüssel. Angenehm und schön. So. Machen wir das mal so, ne? MK1, ich möchte den bitte in diese Richtung haben. Gut. Krieg ich. Mach doch hier mal den. Ja, ist auch. Dann lasse ich meiner Bild bauen von Maschinen. Ja. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Das sitze ich noch nicht. Container. Könntest du dich bitte da anzetten? Ist der jetzt da dran oder nicht? Ja, ne? Oh, Michael. Rühreier mit Toastbrot? Zumindest sieht's so aus. Positiv ist der Zuschauer und mich erfreut. Gut. Ist doch schon was. Du, den haben wir da schon mal. Ja, Anja. Wird hast du da geschickt? Oh. Der guten Hunger. Ja. Lasst dir euch schmecken. Ich
brauche die 1. So. Das macht er nicht. Kann also nicht. Wie ging das nochmal mit dem Kopieren? Wie viel Meter kann ich ein Kabel ziehen? So geht das schon besser. So, hier noch ein Boot. Na dran. Und ich renne mal nochmal zurück. Förderband läuft. Die Produktion kommt anscheinend. Das läuft auch schon mal. Kann sich das alles schön da sammeln. Der andere geht da hinten rum, ne? Hinter dem Berg? Ja. Ist aber ein schöner Weltraum brauchen. Ja, ne? Unter einer. Eisenstangen fehlen mir. Mahlzeit von Federbaltina. Federbaltina just subscribed. Los. Hm? Da kam aber kein Alert. Ich glaube, das muss er erst noch abschicken oder sich nochmal neu ein- und ausloggen und dann abschicken. Tina, grüß dich. Eisenbahnkoffer bauen. Eisenbahnkoffer bauen. Den Barren herstellen. Eisenplatten, Eisenstangen. Eisenstangen muss ich herstellen. Ich kriege einen Anruf. Jawohl. Ah, Federbaltina hat ein Tier 1 dort dagelassen. Im 13. Monat. Aktuell im 2. fortlaufend. Danke, danke, danke für dein Tier 1 ab im 13. Monat. Du weißt ja, der 13. ist der wichtigste. Und dir auch einen wunderschönen guten Morgen gewünscht. Ich hoffe, dir geht's auch gut. Reicht.
Ziehen wir nachher von oben runter. Wenn wir das Zeug dann hier überall rumliegen haben, können wir das auch mitnehmen. Ja, Dankeschön für die ganzen Knuddels. Wasser Marsch von Tina. Oh ja. Oder was haben wir denn noch? 10 Minuten haben wir noch. Mal mit links kriege ich näher. Dankeschön. Prost zusammen. Dankeschön, Peter. Wo hatte ich denn? Hinter dem ging es das noch, ne? Schauen, ob ich das Ding überhaupt bauen kann. Da hoch und dann da rum, ja. Fundamente, Wände, nein. Produktion. MK1. Darum. Alles lassen. Jetzt mal die 3. Potato. Hey. Ja. Tut das schon weh? Ja! Ich hab kein Beton mehr. Na gut. Dann gehen wir erstmal Beton basteln. Hier kommt nichts mehr an. Das heißt, wir haben keinen Strom mehr. Bock. Ist der da nicht hochgekommen? Ich werde Wahnsinn. Danke. Bitte.
Beton würde ich brauchen, ne? Ja, kein Atom. Drahtkabel, Beton, da ist Beton. Strom hast du auch nicht mehr. Aber dafür ein Dachschaden, hallo? Und der fällt nicht aus. Ich hoffe, der wächst. Wir haben noch 6 Minuten, dann machen wir Dirt zu. Der war schon? Oh, will nicht. Da kann man jetzt halt, können wir da Kupfer herstellen. Komm, gut, mach Kupfer. Dem muss das wehtun, zittern nicht Granate, sonst wären sie ja nicht hier. Ja. Ja, mach du dir mal einen auf deinen Kupfer, du Barren. Und dann gehen wir gleich das Förderband weiterbauen, verlegen Strom und dann haben wir noch schneller keinen Strom mehr. Omi. Oh, Herzchen und Knuddels an die Omi und Opi auch. Und auch Opi. So, Dankeschön. Ist aber lieb von dir. Ein bisschen Strom herstellen können, um die Teile alle zu basteln. Das reicht ja. Popcorn und Kaffee. Mhm. Na ja, nach Spiegelei braucht man ganz, ganz dringend Popcorn. Nein. Das waren gerührte Eier, keine gespiegelten. Das macht nichts, dann hat er die erst gespiegelt, danach kaputt gemacht. Das klappt das. Ach so. Rührei, ja, ist ja gut. Schon kriege ich wieder Mecker. Mhm. Zum Glück Rührei. Nicht vom Eckart. Rührei. Du doch nicht, ich krieg ja Mecker. Das halte ich für ein Gerücht. Das andere war ein Brötchen im Rührei. Wie viel haben wir denn jetzt schon drin? Ah, da haben wir ja schon was. Leg mal einen Sack und komm her. Ach, da läuft noch was. Achso, der ist klar, der läuft ja wieder. Ich will natürlich von da oben hier runterziehen. Never ever. Das andere war ein Brötchen im Rührei. Warum schmeißt ihr die Brötchen in das Rührei? Tut dem Rührei doch auch weh. Vor allem, wenn es harte Brötchen waren. Irgendwo hier habe ich doch auch gehört, oder? Ja, da. Wo will ich denn hin? Ich weiß nicht, wo du hin willst. Das weiß ich auch nicht. Das ist ja das Schlimme. Da will ich hin. Da. Jetzt sehe ich das blöde Ding nicht, ne? Da ist er.
Juhu. Kriege ich von hier auch nicht. Ungültiges Ziel. So macht halt länger satt. Aha. Oh, die Bahn ist zu lang. Lüß mir doch die Küsse. Die liegen jetzt alle richtig rum. Und der eine läuft nicht in die andere Richtung. Nee, anscheinend nicht. Ach, bei Frauen macht das länger satt so. Ah ja, jetzt verstehe ich das. Ja. Da kann ich keinen mehr dran sitzen. Da kann ich keinen dran sitzen, weil da ist schon alles voll. Da sitzen wir hier im zweiten Ball. Falls ich mal Rührei esse, dann mit Brot und nicht mit Brötchen. Den kann ich nur mit da verbinden. Oder mit dem da. So. Und dann kann ich von hier aus hier runter. Toast war gerade nicht da. Es ist Toastbrot. Ja. Was war das denn? Wenn ich das mal wüsste. Wo geht er denn hier rein? Durch den Boden? Der Discord-Link, der TikTok-Link, der YouTube-Link. Dankeschön. Dann setzen wir schön hier hinten mit bei. Und da oben ran. Bang. Und schon wackelt er auf. Na also, geht doch. Mhm. Ich habe schon wieder überzogen. 3 Minuten drüber. Nimmt er mich jetzt mit um die Kurve oder lädt er mich da einfach ab? Der lädt mich einfach ab, der Sack. Hier geht es irgendwie durch den Berg durch. Solange das macht, soll er das machen, ne? Jetzt hat er mich hier komplett abgestellt. Und gucken, ob das Zeug da auch durch das Kabel durchläuft. Wo
oder ob wir da ein Kabelproblem kriegen. Der macht es. Er läuft. Es läuft. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal die drei Grundproduktionen hier so, dass die uns dort einlagern. Was liegt denn da für Zeug? Da ist ja auch noch jede Menge. Ist das nicht schön? Sowas nimmt man dann Kerzen gerade gebaut, ne? Ja. Da wird Lami einen Schreikampf kriegen, wenn er sowas sieht. Und außerdem wird er dann die höhere Ständer verwenden und so ein Zeug, damit er nicht im Boden backt und. Prost. Die Kerze war eben zu lange in der Sonne und ist krumm geworden. Mhm. Mindestens. Aber ich würde jetzt hier runterhüpfen. Mhm. Und dann werde ich mal schauen, wo wir uns hinbeamen können. Oder besser gesagt, wo ich hin möchte. Beam me up, Scotty. Zum André können wir springen. Meine lieben Zuschauer, danke, danke, danke fürs Zuschauen, fürs fleißige Mitmachen, fürs Schreiben. Hier regnet es. Oha, hier nicht. Nee, bei mir auch nicht. Und danke für die ganzen neuen Follower, oder an die ganzen neuen Follower. Danke für die ganzen neuen Subs und Gifte-Subs. Dankeschön. Bye-bye zusammen. Ich wünsche euch einen guten Mittag. Lasst es euch schmecken, vor allen Dingen heute Mittag. FBI, open up! Dankeschön. Vielleicht sehen wir uns heute Abend wieder, aber ich schätze wohl dann mit Grounded. Und damit bin ich dann raus. Und tschüss. Tschüss zusammen, schönen Tag noch.